Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. Wir waren jetzt erfolgreich dabei, die Kituma zu finden und sind jetzt auf dem Weg nach Vega 9, glaube ich. Ja, Vega 9. Und ja, da beginnen wir jetzt mal die neue, beziehungsweise die nächste Mission. Assimilierung der Unschuldigen. We arrived before the Borg. Now my heart can start beating again. Ja. What are your orders, Captain? Tavrell managed to establish a comm link with Willa Post. Ich frage mich allerdings gerade, warum bei der Coalesce stand, auf die doch Flores heißt. But it's the best we're gonna get. Putting her through now. War wahrscheinlich wieder ein Anzeigebug. Boah, wir haben aber ein ziemlich bescheidenes Signal, muss man sagen. Ja, ich werde da auch ab und zu mal durchquatschen. Ja, das ist natürlich super. Ja, dann machen wir das doch einfach. Fliegen wir zu dem Satelliten, um das Signal zu verstärken. Aber ist schon traurig, wir sind eigentlich im Orbit quasi und die empfangen einfach nix. Also weiß der Geier, warum das so ist. Ich finde, der Planet hat auch irgendwie Ähnlichkeit mit der Erde, nur halt, ja, ringsherum sieht es ein bisschen anders aus. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt etwas besser geht. The Borg may be attempting to isolate the planet before they land. Your order, sir. Borg are jamming up any remote signals. It's not safe to beam through that. I think I can boost the gain, though. Ja, transport conduits opening all over the system, Captain. The Borg are here. Ja, die Borg. Mit denen hat man ja vor, ja, beim letzten Mal schon gekämpft. Und haben uns da eigentlich ganz gut geschlagen. Natürlich hat man da auch ja, gute Verstärkung bei. Die USS Ronan war ja dabei. Die USS Kituma, auch wenn sie nicht wirklich kämpfen konnte. Aber die konnte zumindest ein paar Kugeln abfangen. Und hier, das sieht aus, als wären das alles nur Frachter und zivile Schiffe. Also, ich denke mal, da müssen wir uns jetzt auch ja, ranhalten. Denn ich weiß nicht, inwiefern die Belohnung vielleicht schlechter wird, wenn der ein oder andere Frachter vielleicht drauf geht. Aber die Borg kriegen wir ja jetzt noch sehr, sehr leicht platt. Also die halten momentan noch nicht wirklich viel aus. Das wird später bei PvE-Missionen und auch im späteren Verlauf der Story doch ein bisschen anders. Aber ich freue mich da schon drauf. Und ich hoffe auch, dass ich da einige, ja, gute Waffen und Sets und alles zusammenkriege, damit wir dann auch dementsprechend gut da gegen die anstinken können. So, du versuchst hier den Frachter auszuschalten. Das kannst du vergessen. Ich werde mich nämlich jetzt zwischen den Frachter und dich stellen. Du kannst ja gucken, dass er den Frachter trifft, aber wirklich viel ausgehalten hat der sowieso nicht. Aber der hat mir wieder was draufgeknallt, wodurch ich hier so am Leuchten bin. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, ob man das auch später beim Aussehen reinsetzen kann. Beziehungsweise es gibt ja so Implantate, beziehungsweise so Module. Wenn man die ausrüstet, hat man auch teilweise auf der Hülle was drauf. Ich glaube zumindest bei den Borg wird das so sein. Ich habe leider aber auch noch keins gehabt, von daher müssen wir das mal abwarten. Ich kann den Planeten kontaktieren und habe den Administrator-Post der Situation informiert. However, the Borg have already landed and are moving toward the colony. It may be more prudent to retreat back to the Renown, sir. Ah ja. Ja, wir sind aber das einzigste Schiff hier, von daher werden wir gucken, dass wir die Borg hier so gut wie möglich aufhalten können. Captain, there are civilian ships engaging them. Ja, okay. Zivile Schiffe greifen jetzt die Borg an. Interessant. Naja, dafür sind die eigentlich nicht wirklich ausgelegt. Da müssen wir doch mal schnell eingreifen. Naja, die Mayhem gibt die Deckung, okay. Eigentlich macht es ja mehr Sinn, wenn mehrere Schiffe gegen die Borg kämpfen, aber gut.
Ich will das jetzt mal so gelten lassen. Wir haben ja jetzt noch keine Probleme gegen die Borgschiffe. Von daher, das ist noch alles in Ordnung. Ich würde mir nur wünschen, dass wir auch bald mal ein paar Skills wieder dazu bekommen. Denn, ja, bisher haben wir noch nicht wirklich viel, außer die Torpedos verstärken und die Schilde upgraden und der, Tachyonenstrahl. Mehr zum Angreifen bzw. zum Verteilen haben wir da nicht wirklich, außer halt, dass wir mit der Geschwindigkeit für ein paar Sekunden erhöhen. Aber mit der, mit der Zeit wird das auch ein bisschen was mehr und dann können wir mal ein paar coole Kombos vielleicht hinknallen. So, dann beamen wir uns, denke ich, mal runter, ne? I recommend beaming down to Vega and getting as many people out as we can. Also hier stimmt irgendwas gerade nicht, weil Kadett Tervell war das nicht. Das war dieser Flores, aber gut. Also das ist gerade etwas verbuggt, warum auch immer. Captain, according to our readings, jetzt steht nämlich wieder der richtige Name da. Is already assimilated by the Borg. At the rate they're progressing, the region we're in will be overrun in roughly 1 hour. And if that wasn't bad enough, the interference is affecting the ship's transporters. Okay, in einer Stunde ist alles assimiliert. Uppala. Jo, dann müssen wir uns doch ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Setzen wir mal direkt unser Gewehr. That's one of those Borg ships from orbit. Das Ding ist wirklich groß. Too late? Those landing ships don't just carry drones. They can pump nanoprobes directly into the ground and the atmosphere. Na ihr Kackspaten, was wollt ihr denn? The Borg will be in this area soon. Oh, ihr wollt abgeholt werden. Oh, wie süß. So, Skillpunkte momentan keine. Wir können aber mal gerade den Modulator hier noch uns besorgen. Am besten zweimal, dann kriegt die Flores auch direkt ein. So, weil das Ding ist ganz gut gegen Borg, denn wenn wir das Ding einsetzen, wird die wird die Frequenz geändert vom Phaser bzw. von den Waffen und dann können sich die Borg da nicht so anpassen. Jetzt hier bei der Mission wird das, denke ich mal, noch nicht wirklich so sein, denn es ist halt das erste Mal, dass wir eine richtige Bodenmission haben und dass wir das erste Mal die Borg treffen. Das wird erst mit der Zeit kommen, dass die da sich anpassen können. But we do have some spare armor suits for you and your officer. They're in the crates next to the gate. This code will open the gate. Please, Administrator Post and some of the others are still there. You have to save them. Ja, wenigstens haben sie ein paar Rüstungsanzüge, wenn sie schon keine Waffen dabei haben. Zack, nehmen wir das mal alles. Und dann ziehen wir uns erstmal einen Körperschutz an und die Flores kriegt auch noch einen Körperschutz. Sehr schön. So, dann sind wir nämlich etwas besser gepanzert und haben auch den einen oder anderen Widerstand. So, da haben wir doch die ersten Borg schon. Und wie ihr seht, die kriegen wir noch ziemlich leicht platt. Die hat sich jetzt von einem Kolonisten zu einem Borg verwandelt, aber selbst die konnte uns jetzt noch nichts anhaben. Und ja, ich sag mal auch, wie ihr das gerade seht, wie wir auf die angreifen, also die passen sich da noch gar nicht an. Also das wird erst bei späteren Begegnungen, sage ich mal so, auftreten. Aber der dieser Modulator, den wir uns eben geholt haben, der ist eh kostenlos. Also von daher holt euch den ruhig direkt von Anfang an. Man weiß ja nie, wann man auf die Borg trifft. Und selbst wenn man mal zwischendurch mal eine PvE-Quest macht, ich sag mal, ein paar Flottenmarken oder sonst irgendwas zu sammeln. Und man trifft dann zufälligerweise mal auf die Borg, dann ist man froh, dass man das Ding dabei hat. Von daher kauft euch das ruhig direkt von Anfang an. Wie gesagt, es kostet nichts. Ich habe es auch gemacht bei meinen späteren Charakteren, dass jeder von meinen Charakteren das Ding kriegt. Bei dem einen oder anderen habe ich es dann auch etwas später erst gemacht. Also kann sein, dass ich jetzt, wenn wir den dritten und vierten Offizier haben, dass ich das bei dem erst später reinsetze, aber die werden da definitiv auch alle bekommen noch.
So, ja, ich sollte vielleicht auch die Kolonisten wieder hochbeamen. So. Ihr könnt abhauen. Ja, die liegen hier herum, als wären sie quasi schon infiziert worden. Ich muss sagen, diese Borg-Strukturen, die jetzt schon teilweise auf dem Boden sind, das sieht schon cool aus. Was ich mich allerdings frage, wie kann das sein, dass der Boden assimiliert ist? Vor allem, der Boden ist keine Technologie. Wieso ist der jetzt voll mit Borg-Sachen? Naja, gut. Kapieren muss man das nicht immer. So, Hallöchen. I apologize for Coles putting a rifle in your face. If it wasn't for him, the Borg would have assimilated me by now. What's the situation? Naja, wann hatten der uns bitte schön die Waffe in die Fresse gehalten? Habe ich zwar nichts von mitgekriegt, aber gut. So. Warum rennst du denn weg, wenn ich mit dir quatsche? Also wirklich. Das ist ja eine Troller. Still, there is more to do. Many citizens are hiding in their homes. We cannot abandon them to the Borg. Ja, die Borg sollen ja auch keine Drohnen mehr bekommen. I know. Coles and I have been trying to get around the interference field. Thank you for tagging the people you found and getting them safely transported to your ship. Ja, dann werden wir doch, denke ich mal, die ganzen Zivilisten hier in Sicherheit bringen. But Coles and I have a plan. We think a pattern enhancer will do the trick. With that, we can transport the remaining citizens to your ship. But first, I'd like to offer you some equipment. Vega was a trade colony, and this gear was intended to guard the Starbase 65. Da hat's aber gerade hastig nach rechts und links geguckt. Ich dachte schon, jetzt was geht denn jetzt mit der ab? So, dann holen wir uns doch mal die Vorräte, dann können wir nämlich die Musterverstärker aufbauen. Beziehungsweise jetzt haben wir auch ein taktisches Kit bekommen. So. Dann setzen wir das mal ein. Das stellt die Minen. Also wir können jetzt 5 Barriereminen platzieren. Wo habe ich sie denn jetzt? Chronitonische Barriere, das kommt da rein. Das tauschen wir jetzt mal. Das auch. Ja, das war's. Andere Fähigkeiten haben wir zurzeit nicht. So, dann tun wir doch mal den Musterverstärker, beziehungsweise da ein paar Minen und da jetzt den Musterverstärker. So, weil hier werden nämlich nachher auf jeden Fall ein paar Borg ankommen und dann tue ich da lieber ein paar Minen hinsetzen, dann geht das alles noch. I'll do that. How long do you think you can hold off the Borg? Ach, wir werden das schon schaukeln. So, da kommen schon ein paar Zivilisten und da... Genau, da kommen die ersten Borg schon. Ich hätte eigentlich auch da vorne die Minen legen können und nicht unbedingt hier hinten. Weil ich glaube, so weit werden die gar nicht vorankommen. So. Ihr beißt alle ins Gras. Ihr scheiß Borg. So, die sind tot. Was? Ah, okay, da kommen noch welche. Die legen sich dabei halb auf die Fresse und vor allem gucken die alle gleich doof. Und haben auch alle die exakt gleiche Pose irgendwie gehabt. Das sah schon ein bisschen komisch aus. Aber ich finde auch toll, dass die Borg eigentlich gerade überhaupt nichts auf die Kette kriegen. Vor allem normalerweise sind die Borg ja so... Die laufen zu der Person hin und stechen die halt mit ihren Sonnen quasi an und assimilieren die Leute. Das machen sie jetzt gerade überhaupt nicht. Aber mir egal, habe ich wenigstens meine Ruhe vor denen. Kann ich schön aus der Entfernung ausschalten. Taktische Drohne, du bist jetzt auch gleich hinüber. Und die nächste, bumm, da fällt sie doch schon um. So, ich glaube, das war's eigentlich auch schon. Ich glaube, da kommen jetzt auch keine mehr. Coles sieht ziemlich hässlich aus, muss ich sagen. Thank you for everything you've done.
Even though it was impossible to save everyone, those you did save will be forever. Naja, ein Sternflotten-Captain sind wir ja sozusagen noch gar nicht. Wir haben zwar das Kommando über die USS Mayhem, aber Captain sind wir ja noch lange nicht. Wir sind ja erst Lieutenant. Aber das werden wir schon schaffen. So. Dann öffnen wir das Tor und da sind nämlich schon die ersten Zivilisten, die schon zu Borg gemacht wurden. Und Coles muss jetzt gegen seine eigenen Leute kämpfen, denn der ist ja hier auch aufgewachsen. So, was ist das eigentlich für ein Ding? Keine Ahnung. Sieht aus wie Lampen, die assimiliert haben. Ja, die war geputzelt. Ach, mit dem hast du also Poker gespielt, okay. Dafür verhält er sich aber ganz schön ungehobelt, wenn du den doch kennst. Also wirklich. So, ja, jetzt geht's quasi ins Zentrum zu der Riesenmaschine. We are the Borg. Resistance is futile. The Borg are activating the transport inhibitor. Und das sollten wir jetzt mal ganz schnell beenden. So viele Borg sind ja hier gar nicht. Also das dürfte eigentlich relativ schnell gehen, dass wir die ausschalten können. The Borg are so, what's the word? Effective? Systematic? Evil. I'm gonna go with evil. Ich finde das aber echt im Spiel ganz schön lustig. Also Flores zum Beispiel, die ist eine richtige Labertasche im Game, aber dem eigenen Charakter geben sie keine Stimme. Das fand ich echt ein bisschen traurig und ja, ich glaube auch nicht, dass sie da noch was dran ändern werden. Dafür ist das Spiel einfach schon zu lange auf dem Markt. Es wäre jetzt schon komisch, wenn sie jetzt auf einmal anfangen würden, Texte einzusprechen. Obwohl der Captain ja auch nicht wirklich viel sagt, also, naja, man hätte das auch eigentlich machen können, dass man zumindest für jede Seite, ich sag mal, zwei männliche, zwei weibliche Stimmen aufnimmt. Und das war's. Mehr verlangt man ja eigentlich nicht. Okay. Wir haben noch keine Antwort von Arenon und der Kittimer erhalten. Possibly, but what we need to do is hightail it out of here with these civilians. Of course, the path to the satellites does lead away from the planet, so we could remotely reconfigure them as we leave. Ja, laber du mal, ich will über den Satelliten sofort konfigurieren. Denn, ja, jede Minute bzw. jede Sekunde zählt, denn je mehr Leute hier hinfliegen, desto mehr Drohnen können die Borg kriegen. Ja, diese kleinen Sonden hier, die schalten wir doch schnell aus. Obwohl es eigentlich auch teilweise ein bisschen dumm ist, dass wir eigentlich diesen Satelliten quasi umprogrammieren sollen, weil hier sind genügend Borg-Schiffe, die könnten einfach den Satelliten zerstören oder assimilieren und dann wäre es hinfällig mit dem Signal, aber gut. Ich krieg's ja gerade ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ich mach denen gerade irgendwie kaum Schaden, aber die rutzeln mir die Schilde gerade irgendwie runter. Ich weiß nicht wieso. Setz mal unsere etwas heilere Seite dahin. Noch ein bisschen Wendegeschwindigkeit. Schilde tun wir mal auf das, ja, auf komplett rund verteilen, dann hält vielleicht das eine oder andere Schild ein bisschen länger. Vorne sind schon wieder regeneriert. Und wir haben doch ganz schön Schaden abbekommen. Alter. Ist das jetzt nur das Schiff? Ja. Das eine ist schon geplatzt, das andere wird jetzt auch jeden Moment in die Luft fliegen.
Langstreckensatellit, da ist die zweite Barke. Ja, und das Schiffchen hat schon ganz schön gelitten gerade. Und da sieht es auch schon wieder sauber aus. Also, von mir aus könnte das, ich sag mal, vom Äußeren ruhig ein Ticken länger sein, dass es aussieht, als wäre es beschädigt. Von mir aus dann auch, wenn es noch komplett heile ist, dass es dann noch beschädigt aussieht und dann so nach und nach nur langsam runtergeht, dass es keinen negativen Effekt hat oder so, aber dass das halt so aussehen würde, als wäre es noch beschädigt, das wäre schon cooler. Ja, da haben wir doch wieder was. Eine Sphäre. Ja, und Flores will lieber wieder auf die Akademie als das hier. Naja. Dann verpasst sie aber den ganzen Spaß. Denn die Borg zu bekämpfen, das macht doch Laune. Und gegen die Sphäre haben wir jetzt eine etwas bessere Chance, habe ich das Gefühl. Okay, eben waren es natürlich auch drei Schiffe, die zur selben Zeit auf uns geschossen haben. Aber die Sphäre, die ist natürlich ein bisschen stärker und hält eigentlich auch ein bisschen mehr aus. Von daher, naja, geht das eigentlich. Zack. Ja, also es kommen noch mehr Schiffe und sie kann doch nicht sagen, ob es Freund oder Feind ist. Schlecht. Dann solltest du vielleicht mal den nächsten Satelliten hier konfigurieren. Vielleicht kannst du dann endlich ein Signal bekommen, was das für Schiffe sind. Wow. Ja, das ist doch mal was. Eieiei. Na, was haben wir denn da Schönes? Da kommen noch ein paar Föderationsschiffe. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das eine die USS Kitama und die USS Renan. Und die sind natürlich jetzt da, um uns zu unterstützen gegen diesen Kubus. Obwohl man im Hintergrund auch noch mehrere Kuben sieht. Ja, müssen wir halt nur gegen den einen hier gerade kämpfen. Ist, ich sag mal, ähnlich wie der Kampf, den ihr vielleicht auch aus dem, der erste Kontakt kennt aus dem Star Trek Film. Da gab es ja auch einen Kampf gegen den Kubus, wo die Enterprise dann quasi den Kampf beendet hat, da sie ja doch das stärkste Schiff quasi da gerade war und konnte den Kubus eigentlich relativ einfach mit der Unterstützung der anderen Schiffe auseinanderlegen. Und wie ihr seht, die Schilde knuspern wir dem auch gerade ziemlich runter. Auf der einen Seite, wo die Schiffe jetzt sind, ist gerade gar kein Schild mehr. Beziehungsweise nur ein sehr schwaches Schild. Also der Kubus macht es jetzt nicht mehr lang. Zack, und da ist er auch schon geplatzt. Ist ein bisschen weiter weg, sonst nehmen wir nachher auch wieder Schaden. Weil die haben auch alle ein bisschen Schaden gerade abbekommen, zumindest von den Schilden her. Und das eine Schiff ist gerade durch den Kubus geflogen. Okay, es kommen noch mehr, das ist gut. Excellent thinking on reconfiguring the satellites into warning beacons. We received the signal as soon as we arrived in the system. I will be discussing that option with the other captains here, but your priority is to protect the civilians you have on board, as well as to ensure the safety of your crew. The Kitamer will return to Earth space dock with you. Once you arrive, report to Admiral Quinn. He will have more. You and your crew have done well. So, was haben wir denn da Schönes? Ein paar Belohnungen. Told us to get to Earth space dock and I think he's right. We need to get the civilians to safety. And I don't think I can handle any more excitement. Und Colette ist jetzt bei uns an Bord. So, dann fliegen wir mal zum Raumdock,
Warum allerdings die USS Kitomar uns da helfen soll, ich habe keine Ahnung, weil wir sind ja eigentlich jetzt auch schon direkt da. Das ist die Sternenbasis im Sol-System. Ein sehr, sehr schönes Gebäude. Beziehungsweise eine sehr, sehr schöne Station. Ist ja kein richtiges Gebäude. Und auch, finde ich, ein sehr schöner Blick hier draus. Schön aufs Trockendock. Und da sitzt der Admiral. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Beim nächsten Mal werden wir dann, denke ich mal, zum Admiral Quinn laufen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute!